Im nächsten Schritt programmieren wir den Bewegungsablauf des Blitzes. Die Bewegung soll beginnen, wenn wir das Programm starten. Danach richten wir den Blitz mit Sätzerichtung auf 180 nach unten aus, damit die Bewegung nach unten beginnt. Der Blitz soll ja immer von oben nach unten fallen. Die Erstpositionierung des Blitzes programmieren wir mit Gehe zu XY. Die X-Koordinate lege ich mit minus 140 fest und die Y-Koordinate soll mit einer Zufallszahl bei jedem Programmstart neu berechnet werden. Dazu wählen wir aus der Kategorie Operatoren den Befehlsblock Zufallszahl von 1 bis 10 und ziehen in das Koordinatenfeld von Y. Wir sagen nun dem Zufallsgenerator, dass eine Zufallszahl im Zahlenbereich der möglichen Y-Koordinaten, also zwischen minus 180 und plus 180, generieren soll. Damit der Blitz auf der Bühne ständig von oben nach unten fällt, bis er unsere Spielfigur berührt, brauchen wir die Schleife Wiederhole bis. Wobei wir die Abbruchbedingung momentan noch offen lassen. In unsere Schleife ziehen wir den Bewegungsbefehl Gehe 10er Schritt und ändern den Wert auf 5. Damit der Blitz, nachdem er am unteren Bühnenrand verschwunden ist, wieder am oberen Bühnenrand erscheint, brauchen wir eine Bedingungsüberprüfung. Falls die Y-Position von Blitz 1 ist minus 180, dann soll die Y-Koordinate von Blitz wieder mit dem Wert plus 180 neu gesetzt werden. So ist der Blitz immer von oben nach unten unterwegs. Ich füge die Schleife Falls dann in unsere Wiederhole bis Schleife ein. Füge dann als Bedingungsüberprüfung einen Vergleichsoperator ein. Der ist gleich. Und überprüfe nun, falls die Y-Position vom Blitz minus 180 erreicht, dann wird die Y-Koordinate neu gesetzt. Ich erfülle die X-Position vom Blitz. In dem Fall stellen wir auf Y-Position um und tragen ins Vergleichsfeld ein minus 180. Falls diese Y-Position erreicht wird, dann wird die Y-Position neu gesetzt. Das gelingt mit einem Befehl aus der Kategorie Bewegung. Setze Y auf 180. Wir testen nun das Programm. Interessanterweise bleibt der Blitz hängen. Neustart. Nun funktioniert die Bewegung des Blitzes. Als Abbruchbedingung für unsere Schleife Wiederhole bis legen wir die Berührung des Blitzes mit der Spielfigur Terra fest. Aus der Kategorie Fühlen ziehen wir den Befehl Wird berührt in den Schleifenkopf und wählen die Figur Terra aus. Wenn der Blitz Terra berührt, wird die Schleife nun abgebrochen. Es soll nun ein Klang ertönen und der Blitz soll Game Over denken. Dazu müssen wir beim Blitz einen Klang bereitstellen, und zwar den Klang Screech aus dem Register Klänge und der Kategorie Elektronik.
Den nicht benötigten Klangpop löschen wir. Ich wechsle in den Skriptebereich und wir ergänzen nun in unserem Skript aus der Kategorie Klang, spiele Klang Screech und denke für 2 Sekunden. Ich ändere das auf Game Over für 1 Sekunde. Danach soll alles stoppen. Damit wäre das Skript für den Blitz eigentlich fertig. Ich möchte nun zeigen, wie man im Skriptebereich direkt den Operator verändern kann. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf das Ist-Gleich-Zeichen und wähle statt Ist-Gleich kleiner und wähle hier einen Zahlenwert, damit der Blitz auch etwas aus der Bühne hinausfährt. Wenn ich das teste, sieht man, dass der Blitz etwas später an die Position des oberen Bühnenrands hinaufgesetzt wird. In unserem Programm benötigen wir nun noch mehrere Blitze an diesen Positionen. Ich muss aber nicht die Blitze mit allen Skripten komplett neu erstellen, sondern ich kann den Blitz als Figur einfach duplizieren. Das Besondere dabei ist, dass nicht nur die Figur mit den Kostümen, sondern auch mit den Skripten dupliziert wird. Ich löse dies mit Hilfe des Duplizieren-Werkzeuges oder mit einem rechten Maustasteklick auf das Objekt. Ich wähle dann den Befehl Duplizieren aus dem Kontextmenü. Die Neubenennung der Duplikate wird automatisch weiternummeriert. Was muss ich nun im Skript des Duplikats anpassen? Hier wäre es die Erstpositionierung bezüglich der X-Koordinate. Dann kann ich eine andere Geschwindigkeit vergeben. Und dann muss ich natürlich hier einstellen, falls Y-Position von Blitz 2. Hier habe ich wieder das Problem, dass ich das Objekt selbst nicht auswählen kann, was eigentlich nicht sein dürfte. Deshalb behelfe ich mir, wechsle zu Blitz 1, rufe die Kategorie Fühlen auf, habe hier den Befehl X-Position von Blitz 2 und ziehe diesen Befehl auf das Objekt Blitz 2. Dann wechsle ich das Skript und kann nun hier auf Y-Position von Blitz 2 anpassen und ersetze diesen Befehl. Nun sollte das Programm für beide Blitze funktionieren. Ich sehe nun, dass der zweite Blitz sehr knapp am ersten ist und ändere die X-Koordinate noch auf minus 80. Den Dupliziervorgang wiederhole ich für die anderen Blitze und stelle entsprechend X-Koordinate, Geschwindigkeit und die Objektauswahl für die Y-Position ein.